herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Ich liebe Blumenkohl in allen Varianten, muss ich ehrlich sagen. Aber am liebsten esse ich das, wenn das frittiert wird. Normalerweise mache ich das so, dass ich dann einfach meinen Blumenkohl in geschlagene Ei wälze und dann frittiere. Aber dann riecht das so stark nach Ei. Deswegen habe ich das heute mit Backteig gemacht und es ist super geworden. Ich wollte euch das Rezept unbedingt zeigen und komme zu den Zutaten dazu. Ich habe einen Blumenkohl, den werde ich erstmal in Röschen schneiden. Den Blumenkohl habe ich gründlich gewaschen, in Röschen geteilt und in Salzwasser gekocht. Dann habe ich die so in bisschen dickere Scheiben geschnitten. Zutaten für den Backteig sind 200 ml Milch, 120 g Mehl, 3 Esslöffel Speisestärke, 1 Teelöffel Backpulver, Salz, Pfeffer und ein bisschen Chili-Pulver. Das Ganze werde ich jetzt mit einem Rührbesen in eine Schüssel vermischen. Und lasse das dann so ungefähr 10 Minuten ruhen. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.